Wie Franz Kaiser den Fußball erfand. Franz Kaiser war eigentlich ein Junge wie alle anderen im Tal. Er liebte es, mit seinen Freunden auf Bäume zu klettern, in der Erde zu buddeln, durch die Hecken zu toben und vor allen Dingen Ball zu spielen. Es gab nur ein Problem. Er war der Sohn des Seifenkaisers. Seinem Vater gehörte die größte Seifenfabrik im ganzen Land. Und wenn Franz mit dreckigen Fingern vom Spielen nach Hause kam und sich an den Abendbrottisch setzte, wurde der Vater sehr, sehr böse. Von schmutzigen Fingern bekam er Kopfschmerzen. Franz Kaiser, höre und begreife.